Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier. Wir befinden uns jetzt mal wieder in unserem Häuschen. Schauen mal, was wir jetzt hier ja mit unseren ganzen Items so anstellen können. Items, wie auch immer. Und oh, da ist aber irgendwas nicht in Ordnung hier in meinem Häuschen hier an der Stelle hier. Wir gucken mal, was ist denn der, die das Bambi? Was ist das denn? Bläsblasen? Konfettipistole? Hä? Ist ja voll witzig. Eine Rauchbombe, Konfetti und Blasenzauberstab. Aha. Da kann ich jetzt was genau mit bezwecken? Blasen? Hä? Aber ist ja auch egal. Wir stellen jetzt einfach mal dieses komische Ding hier hin, was auch immer das ist. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Machen soll, wie auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht soll ich das ja auf den Boden stellen irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht kann man die ja irgendwo aufstellen und dann macht das den Boden wieder sauber oder so ein Scheiß. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Anleitung, Schlick, Schlacke in den Extraktinator geben. Aha. Also irgendwas soll ich da reintun, aber habe ich momentan, glaube ich, gar nichts von. Deswegen, ich stelle das Ding jetzt einfach doch mal hier hin, so, und dann werden wir mal schauen auf Dauer, wenn wir schon irgendwas rausfinden. So, jetzt möchte ich mich hier einmal ein wenig umrüsten. Abwehr 3, 4. So, Schaden. Wie viel Schaden haben wir denn? Es steht hier nirgendwo, ne? Plus 4 Schaden, Bewegungstempo. So, Moment, was haben wir denn hier? Schaden, so, was haben wir denn hier? Lässt fliegen, das möchte ich auf jeden Fall behalten. So, Doppelsprung, superschnell rennen. So, erhöhtes Bewegungstempo, Moment. Nahkampftempo, was ist das hier nochmal gewesen? 10%iges Bewegungstempo. So, das knalle ich mal hier rein. Das mache ich dafür weg. So, was haben wir hier? Klettern, das ist eigentlich alles das, was ich so brauche noch. Nahkampftempo, Schaden lässt fliegen, superschnell rennen, Doppelsprung. Ja, den Doppelsprung könnte ich eigentlich wegtun. Weil ich ja fliegen kann. Aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Bewegungstempo. Klettern. Ist jetzt schwer. Bewegungstempo oder halt lieber Nahkampftempo. Aber es ist beides ganz schön geil. Bewegungstempo und halt der Doppelsprung. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt mir den Doppelsprung mal wegdenke. Na okay, ich kann es ja mal versuchen, einfach mal. Den Doppelsprung weg und dafür mal hier. Zack. Wie ist das denn? Okay, ist auch okay. Und wir können ziemlich schnell schlagen jetzt. Aber ich glaube, das ist viel effektiver, weil da kann ich auch viel schneller mit abbauen dann, oder nicht? Ich schau mal gerade. Ja, doch, wir können viel schneller abbauen. Ich glaube, das lasse ich einfach mal so. Weil so komme ich auch eigentlich relativ gut klar ohne den Doppelsprung. So. Es ist nicht so verwirrend, wenn man dann Doppelsprung hat und noch so einen Boost nachher. Also ist schon geil, aber wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen darauf achten, dass wir nicht zu viel Sachen hier drin haben. So, jetzt packe ich mal ein bisschen mein Inventar aus. Es ist ziemlich voll mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. So, das muss weg. Hier, das kann einmal weg. Dann haben wir hier noch Immun gegen Gift, auch sehr geil. Den Helm brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Dieses komische Auge da, es geht mir auch schon auf den Sack.
So, jetzt gehen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Erz. Ja, dann mach doch mal die Truhe auf auch. So, Erz, Erz, Erz. Ist sogar kein Erz hier. Da ist Erz. So, Rubin. Haben wir gar keinen. Lol. Jetzt haben wir einen. Eisenerz. Hier, jetzt haben wir genug Eisenerz. Wieder Golderz haben wir genug. 27 Goldbarren. Lecco mio. Silberbarren haben wir jetzt ohne Ende. Jetzt haben wir noch 38 Sterne. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Sterne, die wir dazu tun können. Erz, 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 alles gut. Waffen, haben wir noch Waffen? Hier das Speer, was wir nicht mehr brauchen. Dann haben wir, ja, die Leuchtpistole ist jetzt eigentlich auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Die packen wir auch mal zurück jetzt. So, mit der Munition mit, denn wir haben einen Pfeil und Bogen dabei. So machen wir das mal. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir hier ja noch die. Moment, was war das? Erz. Haben wir hier noch den Saphir, den müssen wir zurückpacken. Hier die schönen lilanen. Das packen wir auch mal hier rein. Können wir nämlich auch nicht mehr benutzen. So, die Höhlenforschertränke nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Drecksblock kann weg. Den packen wir hier hin. Der ist immer gut. So, mit dem zusammen und das hier hin. Das dahin. So, jetzt weiß ich nur nicht, was ich hier mit dem Zeug mache. Gucke ich gleich mal genau nochmal. So, wir haben hier noch Diamanten, sehe ich gerade. Nice. So. So. Und ja, wie mache ich das denn jetzt am besten hier? Wo sind denn meine Fackeln? Habe ich gar keine Fackeln mehr? Ach du lieber Herr. So, dann packe ich die dahin. Hier kommen die Fackeln hin. Lasse ich jetzt erstmal so. Wo habe ich denn noch welche Fackeln? Habe ich denn überhaupt noch welche? Hier sind noch welche, Gott sei Dank. So, dann muss ich auf jeden Fall jetzt demnächst mal wieder ein paar Fackeln bauen. So wie ihr sehen könnt. So, und hier sind die restlichen Teile, die ich eigentlich gar nicht so wirklich gebrauche. Weinrebe. Was das wohl ist, weiß ich noch nicht. Wir schauen einfach gleich mal. So. Lalalala, Mondscheinsaat. Die tue ich jetzt einfach auch mal hier nehmen. Die Stacheln und das hier, da kann man, glaube ich, irgendwas mit bauen. Ich bin mir nicht genau sicher, ich habe da irgendwas gelesen. Schlammblock, bla bla bla, alles gut. So, jetzt gucken wir mal hier eben, ob wir uns was bauen können. So, Waffen, Waffen, Waffen. Was brauchen wir denn da? Oh, was ist das denn hier? Dornenschakram. Ah, geil, hier. Fäh, eine Grasklinge. Wie geil ist das denn? So, und hier brauchen wir noch leider ein paar Meteoriten für. Die habe ich nicht mehr. Sonst hätte ich mir jetzt eine schöne Laserklinge bauen können. Aber wir bauen uns tatsächlich jetzt die Grasklinge. Ein sehr cooles Teil. So. Können wir uns vielleicht noch irgendwas bauen? Aha. Oh, das ist ja cool. Ein Dschungelhut. Uiuiui. Und was ist das? Grasstiefel. Lässt fliegen. Oh, nice. Das ist aber richtig geil. Eine Tüftlerwerkstatt habe ich doch. Ja, warum kann ich das jetzt nicht bauen? Ich habe die Teile doch im Inventar, oder muss ich die extra ins Inventar packen? Kann das sein? So, so kann ich die jetzt bauen. Ja, jetzt kann ich sie bauen. Raketenstiefel, wie geil ist das denn? Cool. Und was ist das hier? Erlaubt fliegen. Ey, wie krass. Moment mal, was ist hier denn los jetzt? Meteoranzug. Ach so, den habe ich ja. Dschungelhemd. Wie cool. Was ist das hier, Dschungelhut? Da baue ich mir jetzt mal den Blitzstiefel hier. Das sehe ich ja gar nicht ein. Moment. Das ist ja richtig geil. Da haben wir jetzt zum Schluss der Folge hier noch was richtig Actionreiches. So. Das hier wollte der. Und irgendwie diese Flöte noch, ne?
Die Flöte, die habe ich doch auch noch irgendwo. Hoffe ich, bitte, bitte, bitte. Ja, Mann, hier ist die Flöte. Kann ich mir das jetzt bauen? Geil! Blitzstiefel! Ey, wie krass ist das denn? Super schnell rennen und sorgt für bessere Wirklichkeit auf Eis. Boah, kann ich mir auch bauen, weil ich ja die Schlittschuhe habe. Oder habe ich die verkauft? Nein, ich habe sie verkauft, ich Trottel. Ich habe die verkauft. Nein! Ich habe die Schlittschuhe verkauft. Warum? Wieso habe ich es getan? Wieso? Aber egal, ich kann jetzt fliegen, ey. Haut euch das rein. Erstmal super schnell rennen. Und jetzt, inwiefern denn fliegen? Oh, fuck! Ein bisschen zu hoch. Aber coole Sache. Gefällt mir richtig geil. Hammer, Hammer, Hammer. Vielleicht können wir uns ja irgendwo noch diese blöden Schlittschuhe kaufen jetzt gerade. Warte mal. Geschäfte hast du nicht? Dann geh weg. So, hast du vielleicht irgendwas? Zeig mal her. Nein, hier, der Berggraber. Nee, hat er auch nicht. Carlo hat das bestimmt auch nicht. Hier, der Kevin hat auch nichts. Wie heißt er hier? Philosier hat auch nichts. Das ist ja blöd. Was denn mit dem hier, dem alten Greis? Edwin. Nee, hat er auch nicht. Ach, ihr seid ja blöde Säcke. Weißt du, es gefällt mir nicht. Das ist ja gar nicht gut. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall die Blitzstiefel. Was mich jetzt halt ärgert, ist das mit den Schlittschuhen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die nochmal brauchen. Aber ihr seht es ja selbst. Wir brauchen die Teile doch nochmal anscheinend. Das heißt, alles, was ich jetzt finde, nehme ich auch mit und lasse ich in der Truhe. Denn wer weiß, ob wir uns da nicht nochmal irgendwas Geiles von bauen können. Das ist halt immer so eine Sache dann, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas bauen können hier. Wir haben auf jeden Fall sehr geile Stiefel jetzt am Start. Und das freut mich en masse. So, aber ich glaube, was war das da oben noch? Ach so, die Hose wahrscheinlich noch dazu. Gut, gut. Können wir uns hier noch irgendwas bauen? Ey, das ist ja obergeil, dass man hier so Sachen kombinieren kann. Und dann hat man auf einmal viel, viel, viel geilere Sachen. Das ist ja obergeil. Das ist ja richtig fett. So, guck mal hier. Können wir uns auch noch so Tiger-Kletter-Clown machen und so einen Quatsch. Voll geil. Da brauchen wir aber die zwei verschiedenen Krallen für. Die habe ich leider noch nicht, die andere. Aber halb so wild. So, was packen wir uns jetzt noch in unser Inventar, ist die Frage. Belebt langsam wieder. Den Doppelsprung könnten wir uns wieder reinpacken. Da habe ich ja schon was drin. Abwehr. Dann packen wir uns den Doppelsprung hier wieder mit rein. Immun gegen Gift. Erweitert den Platzierbereich von Blöcken. Inwiefern? Jetzt weiß ich nicht. Ach so, jetzt. Okay. Da kommen wir unten an die Herzen wieder dran, fällt mir gerade ein. Das ist ja richtig geil. Immun gegen Gift. Belebt langsam wieder. Das wäre natürlich auch noch so eine Sache. Belebt langsam wieder. Das wäre natürlich auch noch so ein Feature, was richtig cool wäre eigentlich. Wir gucken gerade mal, inwiefern uns das wieder belebt. Und dann machen wir die Folge hier erstmal vorbei, weil sonst wird die viel zu lang. So, jetzt springe ich hier mal runter. Bam! Und jetzt gucke ich mal. Wo belebt die uns wieder? Wie schnell? Es geht eigentlich, ne? Eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt schauen wir mal gerade. Wollen wir das so lassen? Wir können ja den komischen Gurt immer mitnehmen. Falls wir doch mal wieder da unten hingehen, können wir uns ja den Werkzeuggürtel, so nennt er sich, können wir den dann mitnehmen. Und dann können wir die Herzen, die anderen, kaputt machen und dann mal gucken, ob vielleicht wieder irgend so ein komischer Endgegner erscheint. Das heißt, wir nehmen den jetzt einfach mal mit. So, die Sprossen und so, die packe ich jetzt auch einfach mal alle weg. So, wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Hier, hier, hier.
Packe ich mal alles hier rein. So. Spinnnetze. Warum habe ich die hier nicht drin? Dann sind die hier. Dann packe ich die hier rein. So, den Glibber, den. So. Die Waffe können wir eben auch nochmal wegpacken. Hier die, den Blutschlechter, der kommt jetzt einmal weg. So. Pfeil und Bogen benutzen wir eigentlich auch nie, aber nehmen wir trotzdem mit. Dynamit, das probieren wir auch nochmal aus. Das habe ich euch ja versprochen. Und alles Weitere, würde ich sagen, sehen wir dann auch in der nächsten Folge von Terraria. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wir finden immer wieder neue Dinge heraus. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte hier mit den Stiefeln, die wir jetzt haben. Jetzt können wir richtig hoch fliegen und weit springen und schnell rennen. Nachschmieden tun wir einfach jetzt mal auch ein bisschen. So. Dies langsam ist ja scheiße. Wieso schrecklich? Legendär. Böse. Kraftvoll. Die können wir immer verändern. So ist das genau. Ja, das gefällt mir doch schon viel besser. Intensiv. Sehr schön. Schnell. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also das gefällt mir schon sehr gut. Das passt alles ganz gut. Die haben alle kein Minus hier jetzt gerade. Jetzt probieren wir nochmal die Klinge. Boah, ist die fett. Haut euch das rein. Puh. Die ist ja richtig obergeil. Ach, wie geil. Ja, wir haben wieder was geschafft hier in Terraria. Ihr seht, wir können fliegen, wir können schnell rennen. Wir haben eine richtig geile Klinge. Es hat sich gelohnt für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Lasst mir doch ein Däumchen oder einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann.